Hallo YouTube und herzlich willkommen bei Wotan Zockt. Heute mit einem neuen Projekt, das bei mir Anno ablösen wird. Back to the Future. Ab jetzt jeden Montag bei mir zu sehen. Vielleicht auch öfter. Ich muss es noch gucken. Ja, wir fangen auf jeden Fall mit einem neuen Spiel an. Und ja, ich lasse das Intro mal ablaufen, weil das dauert eine ganze Weile vor sich hin, bevor es dann mal richtig losgehen kann. Alles klar, bis gleich. Okay, ich bin bereit. Guten Abend, ich bin Dr. Emmett Brown. Ich stehe auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Es ist Samstag früh am 26. Oktober 1985, 1.18 Uhr. Und dies ist Zeitexperiment 1. Komm, Einy. Hierher, guter Junge. Rein da. Mach schön Sitz. Anschnallen. So ist es fein. Wow, wow, wow. Okay. Einsteins Uhr ist auf die exakt gleiche Zeit eingestellt wie meine. Hast du das? Ja, alles klar, Doc. Gut, gute Reise, Einstein. Pass mit dem Kopf auf! Sagen Sie bloß, Sie fahren den Wagen. Damit. Pass auf! Okay, gut. Hab es. Nicht mich! Den Wagen! Den Wagen! Meine Berechnungen stimmen. Dann wirst du bei Tempo 140 etwas wirklich Unglaubliches erleben. Was habe ich dir gesagt? 140 Stundenkilometer! Die Zeitverschiebung ereignete sich exakt um 1.20 Uhr. So, da bin ich jetzt wieder. Sekunden. Alles klar, dann schauen wir doch mal. Was könnten wir Ihnen sagen? Wo ist der Wagen? Was zum Teufel? Doc, Sie haben Einstein aufgelöst. Verdammt, ist das heiß. Um Himmels Willen, Doc, Sie haben Einstein aufgelöst. Beruhige dich, Marty. Ich habe gar nichts aufgelöst. Die Molekularstruktur von Einstein und dem Wagen sind völlig intakt. Und wo zum Geier sind Sie dann? Die richtige Frage lautet, wann zum Geier sind Sie? Einstein ist soeben der erste Zeitreisende der Welt geworden. Ich habe ihn in die Zukunft geschickt. Eine Minute in die Zukunft, um genau zu sein. Und um genau 1.21 Uhr und 0 Sekunden setzt er mit der Zeitmaschine wieder hier auf. Wovon reden Sie? Sie haben aus einem DeLorean eine Zeitmaschine gebaut? Sie haben Ihren Hund in eine Zeitmaschine gesteckt? Moment, Doc. Sekunde. Wollen Sie mir weismachen, dass Sie eine Zeitmaschine aus einem DeLorean gebaut haben? Ja, ich sehe das so. Wenn man eine Zeitmaschine in einen Wagen einbaut, dann bitte schön mit Stil. Abgesehen davon, die rostfreie Stahlkonstruktion macht die Funktionsdiffusion... Pass auf! Doc? Das ist seltsam. Wo ist das Auto, Doc? Es hätte vor 27 Sekunden... Das erinnert mich gerade an einen anderen Film. Doc, was ist mit Einstein passiert? Kein Grund zur Sorge. Es ist wahrscheinlich nur eine kleine Abweichung der Zeitleitungen. Marty, gib mir mein Notizbuch. Es sollte im Werkzeugkasten sein. Aha. Ja, dann suchen wir mal nach seinem Notizbuch. Ja, ihr habt gesehen am Anfang, ich habe Hilfe ausgeblendet. Warum auch immer jetzt hier Infos kommen. Ja, nee, das will ich doch gar nicht. Hey, zurück zum Spiel. Na gut. Notizbuch, merkwürdig, Notizbuch. Merkwürdig, merkwürdig. Hab's. Fluxkompensator?
Das ist es! Was bitte ist ein Fluxkompensator? Meine neueste Erfindung. Damit werden Zeitreisen möglich. In diesem Notizbuch habe ich fast 3 Jahrzehnte wissenschaftlicher Durchbrüche gesammelt, die nötig waren, um eine Zeitmaschine zu bauen. Fällt es in die falschen Hände, wäre das katastrophal. Mal sehen. Masse gleich E mal Z und E ist gleich die Quadratwurzel von Z mal C Quadrat und die Fluxkompensationsrate ist umgekehrt proportional zur 4. Wurzel von N. Im 9 im Kopf, dann... Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, so ist das nicht abgelaufen. Mal sehen. Das habe ich schon mal gehört. E mal Z und wir E ist hier weg. Gleich die Quadratwurzel von Z mal C Quadrat und die Fluxkompensationsrate ist um... Doc, irgendwas läuft hier total schief. Oha. Doc? Ich finde es übrigens ganz cool, dass es im Comic-Stil gehalten wird. Großer Gott! Doc, was ist? Ja. Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Doc! Nein! Es tut mir leid, Marty. Doc! Kommen Sie zurück! Doc! Oha, wo ist Doc hin? Doc! Marty, ist alles okay? Ja, Mom, war nur ein Albtraum. Oh Gott, ich erkenne das Poster. Ich war in der Vergangenheit und... Sing bei mir auch mal im Zimmer. Nun bist du ja wieder gesund und munter. Zurück im guten alten Jahr 1986. Aber steh jetzt besser auf. Dein Vater wartet auf dich. Hä? Wolltet ihr euch nicht bei Doc treffen? Verdammt, ich bin spät dran. Ja, ne? Das ist das Game. Doc ist verschwunden. Wir müssen ihn suchen. Nehme ich mal an. Adventures ist sind so nicht unbedingt das, was ich so am meisten spiele. Also, falls ich irgendwelche Fehler mache, bitte lacht mich nicht aus, sondern lacht mich an. Nein. Schreibt es in die Kommentare, wenn ich was falsch mache, wenn ich was besser machen könnte, etc. pp. Ja, leider Gottes sind es meines Erachtens nicht die Original-Synchronsprecher. Wäre schön gewesen, aber okay. Gut. Wenn es halt nicht so sein soll, dann ist es halt nicht so. Apropos, ich bin ja immer noch dafür, dass Teil 4 gemacht werden soll. Vom Back to the Future. Aber ich glaube nicht, dass das vorkommt. Leider. Ich bin großer Fan dieser Filme. Was auch der Grund ist, warum ich dieses Spiel spiele. Mein Lieblingsteil war zum Beispiel Teil 2. Ganz ehrlich, wenn es danach geht, haben wir ja noch... was war das? 2015, glaube ich? Hätten wir ja noch 2 Jahre... Nein, 1 Jahr Zeit, Entschuldigung, wir sind schon 2014. Dad, hätten wir noch... Hat er schon begonnen, der Verkauf? Besser spät als nie. Du würdest nicht glauben, was man hier hinten für seltene Dinge findet. Das gehört Doc, Dad. Die Stadt hat nicht das Recht. Ich weiß, dass du verärgert bist, aber dein Freund war monatelang verschwunden und die Stadt ist versessen darauf, seinen Grund zum Bau des neuen Parkhauses zu nutzen und... Hey, ist das eine Erstausgabe von Jules Verne? Das ist nicht fair, aber zumindest kann es nicht noch schlimmer kommen. Hey, Marty! Hi, Biff. Schaust du, ob bei dem Verrückten ein paar Schätze vergraben sind? Nein, ich schätze, ich... schwelge nur in Erinnerung. Ja, diese Hilfe, die finde ich total uncool, zumal ich sie auch ausgemacht habe. Naja, gut. Bei Adventures habe ich mir sagen lassen, es ist sehr wichtig, sich ganz genau umzuschauen. Und ich fange jetzt hier mit der Fütterungsmaschine für Hunde an. Wer die Filme kennt, weiß, dass wie die aussah. Ey, lass mich! Biff, lass Marty jetzt in Ruhe. Er macht gerade eine schwere Zeit durch. Oh, klar.
Entschuldige, Marty. Gott, das Schlimmste, was einem passieren kann, ey, wenn die Eltern sich einmischen in so eine Situation, ey. Boah, geht gar nicht. Ah, Leute, ey, lass doch die Hilfe weg. Ich brauche doch keine Hilfe. Ich will keine Hilfe. Hat es die Natur so eingerichtet, dass man selbst mit einer Zeitmaschine nicht eingreifen kann, um zum Beispiel seine eigene Zeugung zu verhindern? Wenn das mal keine Anspielung auf Teil 1 ist. Naja, gut. Man kann schon, wie man in Teil 1 sehen konnte. Haben wir hier hinten? Ah, okay. Ein Rathausmodellplatz. Schauen wir uns doch mal an. Doc hat dieses Modell der Innenstadt von Hill Valley schon 1955 gebaut. Sogar die Turmuhr funktioniert. Was zum... Ist das Docs Notizbuch da drin? Hey, das sieht genau aus wie das Gerichtsgebäude. Das muss man ihm lassen. Er hat geschickte Hände. Biff, kann ich das mal sehen? Das würde super in mein Aquarium passen. Was Neues für den Karpfen zum dran knabbern. Ja, so kann man es auch sehen. Kann ich das Gerichtsgebäude haben? Darf ich das Gerichtsgebäude mal sehen, mal ansehen? Ich hab's zuerst gesehen. Ja, ich glaube, da wird Biff nicht drauf reagieren, wa? Ach, versuch mal. Ich hab's zuerst gesehen. Ja, da hast du wohl recht. Aber ich hatte es zuerst in der Hand. Gib es her, Biff. Naja, mal sehen, was wir hier haben. Epic Fail. Sieht aus wie ein Plan für irgendwas. Was ist ein Fluxkonformator? Das geht dich nichts an. Doc wollte, dass ich... Brown ist hinüber, Kleiner. Aber das könnte etwas wert sein. Ha! Dieser Helm. Dieser Helm. Können wir den angucken? Teil 1. Doc will die Gedanken lesen. 1955. Als Marty da zum ersten Mal hingeht. So, wie kriege ich jetzt das Buch von dem Typen? Hey, Biff. Das Notizbuch ist gefährlich. Das Notizbuch ist wertlos. Das Notizbuch erinnert mich an Doc. Das würdest du nicht verstehen. Wir nehmen mal... Du kannst das Notizbuch nicht behalten, es ist zu gefährlich. Wird es etwa explodieren, oder was? Nun, so etwas in der Art. Ich versuch mein Glück. Okay. So was Ähnliches habe ich mir schon fast gedacht, dass er das sagen würde. Es ist nur ein Notizbuch mit Docs Kritzeleien. Was hat Doc schon erreicht? Nichts. Dann ist es wertlos, oder? Wäre es wertlos, würdest du es nicht unbedingt haben wollen. Hat er recht. Ich kaufe dir das Notebook ab. Okay. Ich bezahle dafür. Wie viel? Zu wenig. Oh. Der versteht der weiß, wie man Geschäfte macht. Das Notizbuch wäre für dich bedeutungslos. Du würdest nicht verstehen, worum es geht. Willst du sagen, ich wäre zu dumm? Ja, möchte ich sagen. Ja gut, der rückt es nicht freiwillig raus. Vergiss es. Da müssen wir uns was überlegen, wie wir das von ihm wieder kriegen. Haben wir hier sonst noch was zum Angucken? Nein, keine coole Gerätschaften. Sieht aus wie ein Blitzableiter mit Handkurbel. Oder vielleicht ein blitzbetriebener Bleistiftanspitzer. Okay. Oh, was sehen meine Augen? Das ist auch wieder eine Anspielung auf Teil 1. Haben wir hier sonst noch? Ja, nur den Verstärker und George McFly. Hey, Dad. Die Unterhaltung nehmen wir noch mit und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende für heute. Wer ist für diesen Verkauf verantwortlich? Doc lebt. Ich kann meine Kämpfe selbst austragen, Dad. Ich hatte einen Traum. Ja, ich hatte auch einen Traum. Ich
Denn diesen Traum konnte ich aus einer Toilette trinken, ohne Ausschlag zu kriegen. So, wer jetzt weiß, aus welchem Film das kommt, der sollte es in die Kommentare schreiben. Wer ist überhaupt für den Verkauf verantwortlich? Oh, das bin dann wohl ich, Junge. Du? Warum? Nun, als klar wurde, dass die Bank den Verkauf durchführt, habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich wollte sichergehen, dass Docs Sachen mit einem Mindestmaß an Respekt behandelt werden. Nicht wahr, Biff? Genau, Mr. McFly. Finde ich gut, George. Dad, wegen Biff. Ich weiß, du willst helfen. Er spuckt große Töne, mein Junge, aber so zäh ist er nicht. Ich habe schon lange mit ihm zu tun. Ich weiß, wie ich mit ihm umgehen muss. Ich aber auch. Ja, das stimmt wohl. Okay, mein Junge, ich halte mich da raus. Aber du weißt, wo du mich findest. Also ich muss sagen, sie haben viele Charaktere gut getroffen, aber George, ich weiß nicht. Weiß nicht, muss ich sagen. Hm. Probleme? Biff? Er hat diese Sache und ich brauche sie unbedingt zurück. Wenn er etwas von dir gestohlen hat. Nein, es ist eins von Docs Notizbüchern. Er hat es zuerst gefunden, aber... Oh, dann kann ich dir wohl auch nicht helfen. Ich schätze, du musst seine gute Seite wecken. Oder so. Oder so. Oder so, genau. Weil Biff hat nicht unbedingt gerade gut, ist nicht gerade bekannt für gute Seiten. Ich hatte einen Traum. Glaubst du, Träume können die Zukunft vorhersagen? Ich mag ja dieses mystische Zeug nicht besonders. Ich glaube aber, dass sie widerspiegeln können, was du über die Zukunft denkst. Ja. Wer Teil 1 geschaut hat und der hört den Widerspruch hier raus. George war ja ein unheimlicher Sci-Fi-Freak. Hör zu, dieser Verkauf ist ein Witz. Doc ist erst seit ein paar Monaten weg und zufällig weiß ja, ich... Ja, du hast es uns erzählt. Er ist nicht tot, sondern verreist. Angenommen, du hast recht. Hast du daran gedacht, dass diese Reise eventuell nicht ganz freiwillig war? Ich sage es nur ungern, aber Doc hatte eine Menge Schulden überall hier in der Stadt. Vielleicht versteckt er sich vor seinen Gläubigern. Du kennst Doc nicht. Du hast ein völlig falsches Bild von Doc. Sicher, er kann nicht mit Geld umgehen, weil er nun mal größere Dinge im Kopf hat. Trotzdem ist er ein aufrichtiger Mensch. Er würde niemals vor seinen Problemen davonlaufen. Nein, du kennst ihn besser als ich, mein Junge. Aber die Bank hat das Recht, seine Sachen zu verkaufen. Wahrscheinlich solltest du versuchen, ein paar bezahlbare Dinge für dich zur Erinnerung zu finden, bevor Biff sich alles schnappt. Ich glaube, ich hätte die Diskussion führen sollen, bevor ich mich umschaue. So. Ich schaue mich weiter um. Danke, Dad. Hier endet aber auch unser Part, weil hier ist dann auch mal so eine Passage, wo kein Video ist und so. Und dann gehen wir auch nochmal sicher. Ja, seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Wotan zockt Back to the Future.